Über die Vorgänge in Zypern spreche ich jetzt mit Stefan Schilbe, er ist Chefvolkswirt der HSBC. Herr Schilbe, Ausnahmezustand in Zypern, Rentner, Kleinsparer, alle sollen zur Kasse gebeten werden. Wirtschaftsweiser Peter Bofinger warnt vor katastrophalen Folgen für das gesamte Finanzsystem in der Eurozone. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, man muss zunächst mal sich genau anschauen, warum ist das erfolgt? Das große Problem Zyperns ist schon ein besonderes und darauf wird die Politik in den nächsten Monaten auch ganz klar hinweisen müssen, um Verunsicherung in anderen Ländern zu verhindern. Zypern hat ein deutlich zu großes Bankensystem, das macht das Achtfache der Wirtschaftsleistung aus. Und wenn man das zypriotische Bankensystem hätte retten wollen, beispielsweise nur durch die Troika, hätte man ein riesiges Rettungspaket schnüren müssen, was dann langfristig Fragen bezüglich der Schuldentragfähigkeit Zyperns ausgelöst hätte. Und dann hätte man wahrscheinlich den IWF nicht ins Boot bekommen. Das eigentlich Entscheidende ist jetzt, darauf hinzuweisen, dass die Beteiligung der Kleinsparer, der Investoren in zypriotischen Banken über Depositen, dass die einen Sonderfall darstellt und nicht beispielsweise dazu führt, dass in Portugal, Spanien und Italien ebenfalls Geld abgezogen wird. Das wird erst die Zukunft zeigen müssen und da wird die Politik schon ganz klar Überzeugungsarbeit leisten müssen. Mich müssen Sie auch noch ein bisschen überzeugen. Wenn ich jetzt hier höre, die Europartner sollen 10 Milliarden bezahlen, 6 Milliarden soll aus dieser Zwangsteilenteignung kommen, das sind 16 Milliarden. Das sind ja schon große Summen, aber das sind eigentlich Summen, an die der Markt doch gewohnt ist oder gewöhnt ist. Was ist jetzt da vor diesem Hintergrund nochmal das Besondere an diesem Bankensystem, dass das jetzt alles ins Wanken bringen könnte? Das Problem, was entstehen könnte, ist schlichtweg das, wenn sie das Bankensystem hätten durch Rettungsgelder alleine stützen müssen, dann wäre das ja auf die Verschuldung Zyperns draufgeschlagen worden. Und damit wäre das Ziel, die Verschuldung bis 2020 auf 100% des Bruttoinlands zurückzuführen, was ja eine wesentliche Vorgabe des IWF war, das wäre nicht zu erzielen gewesen. Von daher eben auch die Beteiligung des privaten Sektors in der Bankenlandschaft über so eine Sondersteuer auf Einlagen. Die Frage, die man natürlich aufwerfen kann, ist, inwieweit es sinnvoll ist, Einlagen unter 100.000 Euro tatsächlich zu belasten, weil das ja automatisch auch die Einlagensicherung unterminiert, die man ja bei 100.000 Euro für die EU eingesetzt hat. Heißt also mit anderen Worten, es könnte da noch mal Nachverhandlungsspielraum geben in der Form, dass man bis zu 100.000 entweder den Betrag absenkt oder ganz wegfallen lässt, um dann gleichzeitig diejenigen zu belasten, die oberhalb von 100.000 auf den zypriotischen Konten haben. An den Aktienmärkten geht ja die Angst um vor einem Crash. Sind die Sorgen berechtigt, Herr Schilbe? Ich halte das für zum gegenwärtigen Zeitpunkt deutlich verfrüht. Man muss das Ganze, glaube ich, auch in den Kontext der Bewegung der letzten Wochen setzen. Wir sind im Aktienmarkt beim DAX in der Nähe der historischen Höchstkurse gewesen. Und da ist natürlich auch eine Menge Grundoptimismus vorhanden, dass die Eurozone in Bezug auf die Krise so langsam aber sicher das Gröbste ausgestanden hat. Das wird jetzt natürlich erst die Zukunft zeigen müssen. Auf der anderen Seite, wenn wir dann mal Gewinnmitnahmen von 1,5 Prozentpunkt haben im Index, dann ist das sicherlich keine Dramatik. Aber das eigentlich entscheidend ist, wir werden erst in den nächsten Wochen sehen, inwieweit beispielsweise Sparer in anderen Ländern dadurch so grundlegend verunsichert sind, dass sie ihre Konten plündern. Wenn das passiert, wird man sich Lösungen überlegen müssen, um das System zu stabilisieren, denn die Ansteckungseffekte wären da sehr groß. Also die Aktienmärkte scheinen das relativ gelassen hinzunehmen, allerdings bleibt die Angst vor dem europaweiten Bankenrun. Stefan Schilbe, Chefvolkswirt HSBC, Dankeschön. Sehr gerne.